Wusstest du, dass der brasilianische Ronaldo wollte, dass Klose sich verletzt? Als Miroslav Klose vor der WM 2014 auf Platz 2 der WM-Torschützenliste war, mit nur einem Tor hinter Ronaldo, äußerte der Brasilianer, dass er sich gewünscht hat, dass Klose sich verletzt. Klose geht natürlich gesund in die WM 2014 und schießt im zweiten Gruppenspiel das erste Tor, um gleichzuziehen. Und als Deutschland im Halbfinale auf Brasilien traf, demütigten die Deutschen die Gastgeber mit einem 7:1, in dem Klose den Rekord endgültig brach. Und Ronaldo? Er durfte das Spiel kommentieren und zusehen, wie Klose ihn demütigt.